Mit dieser außergewöhnlichen Schlagtechnik lässt sich mit kurzen Noppen sehr effektiv angreifen. Der Ball muss durch eine schnelle Handgelenkbewegung seitlich getroffen und stark beschleunigt werden. Dieser seitliche Angriffsschlag wird ihren Gegnern größte Mühe bereiten. Die nächsten Übungen werden jetzt mit Alan Cook, unter anderem WM-Viertelfinalist im Doppel, zweimaliger Vize-Europameister mit der Mannschaft und sechsfacher englischer Meister im Einzel, vorgeführt. Zuerst ein paar Ausschnitte von Alan bei der Europameisterschaft 2005 in Dänemark. Bei diesem Vorhand-Blockball wird der Schläger beim Balltreffpunkt etwas nach vorne geführt.
Der Schläger wird hierbei durch eine schnelle Handgelenkbewegung seitlich nach vorne geführt. Der dadurch erzielte Flattereffekt ist für den Gegner nur sehr schwer auszurechnen. Der Ball muss bei offener Schlägerhaltung nach vorne beschleunigt werden. Es werden nun abwechselnd der Lift- und der Sidespin-Angriffsball vorgeführt. Mit glatten langen Noppen kann auch eine Art Topspin simuliert werden. Die Schlagtechnik wird ähnlich wie mit Noppeninnenbelägen ausgeführt, der Ball muss jedoch mehr nach oben gezogen werden. Dadurch wird ein völlig rotationsloser Ball erzeugt. Beim Konterball mit glatten langen Noppen muss das Schlägerblatt relativ offen geführt werden. Außerdem sollte der Ball möglichst am Kopf des Schlägers und direkt nach dem Aufsprung getroffen werden. Bei dieser Übung wird ein Schnittaufschlag mit Noppeninnen
gefolgt von einem schnellen Druckschupf sowie Sidespin-Angriff mit langen Noppen ausgeführt. Durch den Unterschnittaufschlag kann der zurückkommende rotationsreiche Ball stark beschleunigt und zum Flattern gebracht werden. Bei diesem Blockball mit langen Noppen wird der Schläger im Moment des Ballkontaktes leicht zurückgenommen. Somit werden eine maximale Schnittumkehr sowie eine kurze Ballflugbahn erreicht. Das Handgelenk sollte dabei locker bleiben. Zuletzt wird demonstriert, wie mit kurzen Noppen auf Topspin über dem Tisch gegengezogen werden kann. Der Ball muss kurz nach dem Aufsprung durch eine kurze und schnelle Handgelenks- und Unterarmbewegung getroffen werden. Zum Abschluss ein paar Aufnahmen von Dr. Neubauer bei Schweizer Nationalligaspielen sowie diversen Senioren-Weltmeisterschaften. Ja, ja, ja.